Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Ich grüße euch bei Plauderstübchen. Ich möchte heute über das Thema Licht und Schatten sprechen. Und die Sendung heißt ja, Schatten ist da, um Licht zu erkennen. Und da ich jetzt hier kein zweistündiges Referat über das Thema Licht und Schatten, Polaritäten halten möchte, und da gibt es auch schon sehr viele Inhalte bei YouTube zu diesem Thema, möchte ich es auch gucken, dass ich es nicht allzu abstrakt darstelle, sondern möglichst in der einfachen Form. Warum ist mir das wichtig, darüber zu sprechen? Weil ich immer wieder erlebe, dass es Menschen gibt, die ausschließlich ins Licht streben und alles, was mit Schattenthemen zu tun hat, ganz gerne verdrängen oder nicht in die Wahrnehmung nehmen möchten, also es nicht wahrhaben wollen. Schaut man sich die Prinzipien an, denen wir alle unterliegen sind, man könnte das Schöpferprinzipien nennen, Quantenzustände nennen oder wie auch immer, da gibt es viele Begriffe für, dann sehen wir, dass es eine polare Welt ist. Und mit polar meine ich zwei Pole. Und beide diese Pole sind nach Ansicht, die ich habe und natürlich auch die Ansicht, die wir hier im Verein vertreten, beide sind notwendig, um das, was wir Schöpfung nennen, überhaupt zu erreichen oder es zu nutzen. Beide diese Prinzipien sind also notwendig. Und ich möchte an dieser Stelle den Hinweis geben, dass es eben nicht der Ganzheit entspricht, ausschließlich dem Licht hinterher zu jagen oder sich nur in diesen Gefilden aufzuhalten. Denn dann passiert das, dass wir das, was wir Schattenthemen nennen, dass wir die anfangen zu verdrängen. Und wir sollten überhaupt nichts verdrängen, denn das, was wir verdrängen, wird uns in zunehmender Stärke im Außen immer und immer wieder widerfahren. Ich versuche es mal anhand eines simplen Beispiels zu verdeutlichen, was ich damit meine. Es gibt einige Menschen da draußen in gewissen Szenen, die das Thema Geld zum Beispiel ablehnen. So getreu dem Motto, ich kann nicht spirituell sein, wenn ich Geld verdiene. Und dann natürlich versuchen mit Hilfe dieser Kräfte, die sie durch die Spiritualität vielleicht entdeckt haben, über die Runden zu kommen. Sie wünschen sich etwas oder lehnen das Geld ab und sagen, ich brauche kein Geld, es geht schon alles so. Ich erschaffe mir alles geistig. Das sind dann ganz oft Menschen, die dann nach 1-2 Jahren die bitterböse Erfahrung machen müssen, dass sie tatsächlich alles verlieren, was sie haben. Ich habe im eigenen Freundeskreis und auch in Anführungsstrichen Klienten dabei erlebt, wie genau das eingetreten ist. Und aus diesem Kreis sind wir nur daraus wieder rausgekommen, indem wir auch uns die Schattenprinzipien, die Dunkelheit angeschaut haben. Um es vielleicht nochmal vereinfacht zu sagen, ein Baum, der in die Höhe wachsen möchte, muss seine Wurzeln ganz tief in der Erde, in der Dunkelheit haben und verankern dort. Sonst wird er nicht groß werden, stark schon gar nicht und schon gar nicht beständig bleiben. Also es ist dringlich notwendig, dass wir da hinschauen. Und oft ist es ja so, das ist das Geschenk, was im Schatten liegt, ist oder in der Dunkelheit liegt, ist oft genau die Erkenntnis, die wir brauchen, um das Licht zu erkennen. Oft liegen die Lösungen unserer vermeintlichen Probleme oder Thematiken oder Themen, die wir haben, Muster, genau im Schatten verborgen. Und der Schatten gibt uns den Anreiz, indem er uns das ja immer wieder spiegelt und im Außen zeigt, gibt uns immer wieder die Gelegenheit hinzuschauen, diese Dinge anzunehmen, in die Wahrhaftigkeit zu bringen und damit ganz zu werden, ganzheitlich zu werden. Das ist dann damit möglich, wenn wir uns alles angucken. Und das hat dann gar nichts damit zu tun, dass, wie es dann oft gesagt wird, der Mensch ist nicht in der Liebe oder irgendwas. Nein, Ganzheit bedeutet, in der Mitte zu stehen zwischen diesen Polaritäten. Denn da, genau da werden wir ja erschaffen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass diese beiden Kräfte notwendig sind, um überhaupt manifest zu werden. Oder das, was wir Materie nennen.
Es gibt ja auch die Theorie, dass alles das, was fest ist, also das, was wir als Materie wahrnehmen, eben diesen Minuspol zugeordnet wird und alles, was feinstofflich ist, eben diesen ätherischen, also diese ätherische Form und diese feinstoffliche Form dem Pluspol zugeordnet wird. Und dabei ist Plus und Minus auch wieder nur Ausdruck dessen, was es wirklich ist, keinerlei Bewertung, sondern auch gut oder böse sollte keinerlei Bewertung sein, sondern ist immer nur eine Ausdrucksform. Was meine ich denn damit, dass im Schatten oft die Lösung liegt? Ist doch ganz einfach. Schauen wir uns doch in der Welt mal da draußen um. Wie viele schreckliche Dinge passieren da draußen? Und erst durchs Hingucken, dass es ins Licht kommt, dass wir ein Bewusstsein für die Dinge, die falsch laufen, entwickeln. Dadurch bringen wir sie ja ins Licht. Wir sehen ja hin. Wir können sie sehen. Vorher waren sie verborgen. Jetzt sind sie sichtbar. Nur dadurch haben wir ja die Möglichkeit der Heilung. Weil wenn wir hinschauen, können wir es auch verändern. Solange wir sie nur verdrängen. Gibt's nicht, geht nicht, will ich nicht sehen, kann ich nicht sehen, brauche ich nicht sehen. Werden wir die Dinge nicht verändern können. Und so ist das im Individuellen, also bei jedem von uns selber, in den Schattenprinzipien. Da kann man auch nochmal Dahlke empfehlen, der da sehr gute Bücher drüber geschrieben hat, wie viele andere auch noch, aber mit dem kann man schon mal anfangen, da findet man sehr gute Zugänge zu diesem Thema. Daran erkennen wir ja also, wie gesagt, dass es im Individuellen funktioniert, aber das funktioniert auch kollektiv. Und diese kollektiven Ereignisse, die da draußen gerade passieren, die uns alle betreffen, das Thema Pädophilie, Kindermissbrauch in der Kirche zum Beispiel und so weiter, das dient dazu da, um hinzuschauen, nicht zu verdrängen, hinsehen. Es geht nicht darum, sich dann 24 Stunden mit diesem Thema zu beschäftigen und in die Verzweiflung zu gehen über das Thema, sondern wir erkennen ja, dadurch, dass es im Licht ist, erkennen wir, das wollen wir nicht und müssen dann in der Lage sein, kollektiv einen Weg zu finden, das abzuschaffen. Und wie das funktioniert, habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, wie das mit den Wünschen oder mit den kollektiven Visionen funktioniert, habe ich schon mal ein Stück weit angerissen. Aber dazu ist dieses Prinzip notwendig. Und hier sehen wir das, dass der Schatten notwendig ist, damit Licht überhaupt gesehen werden kann. Es gibt Verfechter da draußen, die sagen, es gibt keinen Schatten. Es gibt nur Licht. Es gibt nur Liebe. Sehr wohl ist das höchste Prinzip auf gewissen Ebenen, Dimensionen oder Informationsräumen. Ihr wisst, ich definiere das selten aus. Jeder hat da andere Begrifflichkeiten. Natürlich ist das höchste Gut, was wir dort haben. Natürlich ist das Gefühl der Liebe, aber es ist ja auch bloß erstmal nur ein Wort, was wir Menschen erschaffen. An sich geht es ja um ein Gefühl der Einigkeit, des Allseins, der Geborgenheit vielleicht auch. Das interpretiert oder empfindet ja jeder ein bisschen auf seine Art und Weise. Das ist sehr wohl, das ist mit Sicherheit das höchste Prinzip, was es gibt. Aber auch diese Prinzipien könnten unter Umständen mal in die Verteidigung gedrängt werden. Also was will ich damit sagen? Es kann notwendig sein, diese Prinzipien zu verteidigen, nämlich gegen Angriffe von außen oder von Menschen oder Kräften, die diese Dinge nicht haben wollen. Und auch hier sehen wir wieder, wie das Thema mit dem, wie gehe ich mit Kampf um? Kampf zur Selbstverteidigung ist es sehr wohl notwendig und sinnvoll. Da geht es nicht darum, die andere Wange hinzuhalten und das geschehen zu lassen, sondern klare Absichten zu setzen, zu sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du überschreitest hier eine Grenze. Es gab mal einen tollen Film, da hat irgendeiner gesagt, du betrittst hier die Grenze des Schmerzes. Und der hat das so in aller Deutlichkeit gesagt, dass jeder, der drumherum stand, auch gemerkt hat, uiuiui, jetzt überlege ich mir aber ganz genau, ob ich dahin will. Es geht also sehr wohl darum, auch gewisse Grenzen und gewisse Dinge zu verteidigen. Und da rede ich nicht von sinnlosen Kämpfen, Machtkämpfen, Ego-Kämpfen oder dass wir gegenseitig kämpfen, obwohl wir die gleichen Prinzipien verfolgen. Also nur weil ich vielleicht aus der Quantenphysik spreche und jemand, der andere, spricht das aus eher einem theologischen oder aus einem spirituellen Kontext, dann werden wir doch nicht in den Streit gehen oder wir lassen uns auch nicht in den Streit zwingen, dass wir hier, da reden wir ja über Ideologien. Grundsätzlich wollen wir doch vermutlich das Gleiche.
Freiheit, Selbstbestimmung für den Menschen. Nur jeder drückt das anders aus oder geht anders daran. Dann werden wir uns doch nicht dazu bereit erklären, uns gegenseitig zu bekämpfen. Das ist das, was das System versucht, indem es auch immer wieder mal Meldungen bringt, beziehungsweise auch immer wieder dafür Sorge trägt, dass das, was wir innerhalb der alternativen Szene nennen, dass die anfängt, sich zu bekriegen. Weil wieder unterschiedliche Ideologien dort verhaftet sind. Darum geht es aber gar nicht. Kampf im Sinne der Verteidigung der eigenen Werte, das muss nicht ein physikalischer oder physischer Kampf sein. Das kann ja auch mit Worten gefochten werden. Die Feder ist wahrlich mächtiger als das Schwert, heißt das Sprichwort. Und das stimmt. Und noch stärker wäre der Gedanke dahinter, die Intention und das Gefühl. Also begegnen uns die Dinge im Außen, die wir nicht mögen, die wir nicht wollen, genau aus diesem Grund, um uns entscheiden zu können, um eine Absicht zu setzen. Ja, das möchte ich, ja, das möchte ich, oder nein, das möchte ich nicht. Und dann auch danach zu handeln. Das ist doch die entscheidende Qualität, die uns der Schatten gibt. Wir haben das gleiche Prinzip, und ich habe Dahlke schon angesprochen, wir haben das gleiche Prinzip beim Thema Krankheit. Auch da zeigt der Körper auf drastische Art und Weise die Themen an, wo wir nicht hingeschaut haben, die wir verdrängt haben. Also gehen wir von einem traumatischen Erlebnis aus, was erfahren wurde, verdrängt wurde ins Unterbewusstsein. Allerdings hat natürlich diese traumatische Erfahrung den Wunsch, ins Licht zu kommen. Da wir es aber permanent leugnen, verdrängen, wegschieben, manifestiert sich es im Außen immer stärker, immer stärker, immer stärker. Die Hinweise werden immer stärker. Und irgendwann mal betrifft es dann den Körper. Lustigerweise oft genau auch an der Stelle. Ihr wisst ja vermutlich, dass jedes Organ oder jede Stelle am Körper einer gewissen energetischen Kraft, könnte man sagen, zugeordnet wird oder einem Thema, sagt man eigentlich in der Fachsprache, zugeordnet werden kann. Das bedeutet, ein erfahrener Therapeut kann sagen, aha, du hast an der und der Stelle eine Krankheit. Schauen wir uns aus dem ganzheitlichen Spektrum doch mal an, was steckt hinter diesem Thema. Und bring es damit ins Licht, ins Bewusstsein. Und dann hat der Mensch wesentlich bessere Chancen, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, das Thema zu überwinden. Und dann wäre Krankheit ja im eigentlichen Sinne ein Geschenk. Weil es hat uns dann, auch wenn es drastisch war, gezeigt, mein lieber Freund, das funktioniert so nicht. Gucke hin, ändere etwas in deinem Leben. Und dann empfinden das diese Menschen, die dann durch den Heilungsprozess durchgegangen ist. Es gibt dazu auch Theorien, dass Krankheit im Prinzip eigentlich die Heilung schon ist. Ich vertrete auch diese Theorie, nicht in jeder Gänze und nicht zu 100%. Aber in der Regel ist es schon so, dass die Krankheit eigentlich dann schon Ausdruck der Heilungsphase ist. Der Körper benötigt dann einfach nur einen gewissen Zeitraum, eben die Heilung auch zu durchleben. Und dabei stößt er automatisch gewisse Erkenntnisprozesse an bei uns, die uns dabei unterstützen sollen, auch in Zukunft eben den gleichen Fehler nicht wiederzumachen. Oder mit den Traumata, die uns vielleicht umgeben oder die uns betroffen haben, anders umzugehen, sie besser aufzuarbeiten, nicht wieder in die Verdrängung zu schicken. Also das Übel auf dieser Welt, sei es jetzt nun das Individuelle als auch das Kollektive, ist immer nur Ausdruck dessen, was wir im Unterbewussten und im Schatten permanent verdrängen. Und unsere Aufgabe ist es, ins Licht zu bringen. Um jetzt einfach mal bei diesen beiden Polen zu bleiben oder das in dieser Art und Weise zu beschreiben. Wie geht denn ihr damit um? Welche Dinge betrachtet ihr denn heute aus einer anderen Perspektive, weil ihr euch zum Beispiel mit der gesamten Polarität beschäftigt habt? Also den Pluspol und den Minuspol, die Helligkeit, die Dunkelheit, das Gute, das Böse. Wie habt ihr das für euch in Erfahrung gebracht und wie habt ihr die Dinge umgesetzt? Ist einer von euch dabei, der vielleicht durch Erkennen dieser Prinzipien eine Krankheit überwunden hat? Oder durch Erkennen der eigentlichen Muster in einem selber plötzlich eine riesen Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat. Schreibt es bitte in die Kommentare. Wie immer gilt dieses Video und der Ansatz hier,
Menschen dabei zu begleiten und zu unterstützen, diese Dinge für sich selber auch in Erfahrung zu bringen. Und das reicht nicht, wenn ich alleine da vielleicht ein bisschen ein Stück weit kundtue, sondern das ist eine Verantwortung, die wir uns alle stellen dürfen. Und deswegen ist mein großer Wunsch, helft bitte euren Mitmenschen dabei. Nicht durch Missionieren oder Hindrängeln, sondern vielleicht durch sanftes Anstupsen, mal zu gucken, hey, da gibt es ein Thema, da könnten wir mal gemeinsam reingucken. Ich helfe dir dabei, ich unterstütze dich dabei, um diese Muster und diese Themen loszuwerden. Weil nur dann können wir, wie gesagt, tatsächlich ganz sein, in der Ganzheit sein. Und wenn wir das gut trainiert haben, wenn uns das sehr bewusst ist, wie das funktioniert, dann können wir beide Pole nutzen. Beide Dinge können wir nutzen. Die Helligkeit genauso wie die Dunkelheit. Weil dann sind sie nicht mehr gut und böse, sondern einfach nur Mechanismen, die zur Schöpfung beitragen oder zur Manifestation beitragen. Und die können wir dann benutzen als Werkzeuge. Nicht als Waffe, als Werkzeug. Und man kann die dunkle Seite sehr wohl auch als Werkzeug benutzen. Genauso gut, wie man die helle Seite auch als Waffe benutzen kann. Beides ist möglich. Aber es geht nicht darum. Es geht auch nicht um hell und dunkel. Es ist eigentlich nicht das Thema. Aber ich höre das halt immer wieder und sehr oft vor allen Dingen, gerade aus eben so gewissen Klischeekreisen, möchte ich jetzt fast sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die gerade auf dem Weg sind, vielleicht ihre Spiritualität oder ihr Bewusstsein neu auszurichten oder zu entdecken, ganz schnell eben da manchmal falsch abbiegen oder in gewisse Irrwege gehen. Und das soll Anreiz geben, dieses Video soll helfen dabei, diese Irrwege erst gar nicht einzuschlagen, sondern immer das Ganzheitliche zu sehen. Die Ganzheitlichkeit zu betrachten, sich selbst auch als ganzheitlich wahrzunehmen. Und da gehören nun mal auch eben halt unsere Fehler und Macken und Meisen und Spinnereien und alles, das gehört auch dazu. Das macht mich doch auch aus. Ich bestehe doch nicht nur aus meinen positiven Eigenschaften. Ich bestehe doch auch aus meinen nicht so schönen Eigenschaften. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht wird es dadurch ein bisschen plastischer. Ihr habt das sicherlich schon bemerkt und wenn nicht, dann sage ich es euch jetzt. Ich plaudere gern, ich rede gern. Das ist nicht überall in der Gesellschaft gern gesehen. Aber diese Fähigkeit, reden zu können, ist aber notwendig, um das zu tun, was ich hier gerade mache. Wenn ich jetzt also vom Charakter her eher so ein Mauerblümchen wäre, und das ist nicht wertend gemeint, überhaupt nicht, dann wäre ich hier aber an dieser Stelle ziemlich fehlbesetzt. Denn dann würdet ihr vermutlich euch jetzt ein Video angucken, wo jemand versucht, etwas auszudrücken, es aber gar nicht kann, weil es eben nicht seine Stärke ist. Und so sieht man, wie eine vermeintliche Schwäche auch eine Stärke werden kann. Geschichtenerzähler ist auch sowas. Das kann man auch als Schimpfwort benutzen. Der erzählt eine Geschichte nach der anderen. Für meinen Job als Moderator oder jetzt in dem Fall hier mit diesem Format ist es aber notwendig, dass ich in der Lage bin, natürlich halbwegs frei zu sprechen. Jetzt nicht ständig auf dem Papier nachlesen muss oder ich habe ja auch keinen Teleprompter oder irgendwas, sondern ich versuche diese Sendung tatsächlich so zu machen, immer die Gedanken, die kommen, ich lasse mich ja ein auf diese Situation und die Gedanken, die kommen, versuche ich in Worte zu fassen und mit euch zu teilen. Ich habe dabei immer eine Intention, das ist logischerweise der Titel der Sendung, damit ich eine Stoßrichtung habe, wo geht's hin. Aber wie gesagt, sei es drum. Es geht ja jetzt einfach nur darum zu erkennen, aha, das, was andere vielleicht in dir entdecken, was keine tolle Qualität ist in ihren Augen, kann aber für deinen Weg, den du einschlagen möchtest, genau die wichtige Fähigkeit sein, das umzusetzen. Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und das ist auch gut so. Wie ich schon so oft gesagt habe in den Videos, jeder darf seinen eigenen Weg finden und sollte ihn dann auch gehen. Denn erst die Gesamtheit aller Wege ergibt ein Ganzes, und wird mit Sicherheit unsere Welt auch ein Stück weit verändern. Wir verändern sie damit sowieso jeden Tag, aber wir können dann irgendwann mal vorgeben, die und die Vision wollen wir leben, das und das wollen wir umsetzen, so und so stellen wir uns unsere Welt vor. Und dann wird das auch passieren.
Also ist jede Eigenschaft letzten Endes, ob sie jetzt nun positiv sein mag oder negativ, am Ende entscheidend für eine gewisse Aufgabe, für gewisse Felder oder gewisse Bereiche sind diese Dinge notwendig. Man könnte auch sagen, für gewisse Bereiche zum Beispiel benötigt es auch ein übersteigertes Bewusstsein oder Verhältnis zu sich selbst. Kann ganz gut sein, ja, was andere vielleicht als dissoziative Störung wahrnehmen, aber trotzdem ist genau die Qualität wichtig. Wie könnte ich es denn ausdrücken am besten? Es gibt Künstler zum Beispiel, die sind nicht in der Lage, soziale Interaktionen zu betreiben. Sie können mit Menschen nichts anfangen, sie leben in ihrer eigenen Welt. Das ist vielleicht das, was wir als schrullig und so ein bisschen verschroben wahrnehmen. Verrückt, könnte man auch sagen, ist auch ein gutes Wort, verrückt. Ja? Sie nehmen die Dinge aus einer anderen Perspektive wahr und drücken das in ihrer Kunst dann aus. Und da sieht man auch wieder, nur weil jemand vielleicht nicht toll reden kann oder sozial hervorragend interagiert, wer weiß, welches Potenzial und welche Power in ihm drinne steckt, es zum Beispiel in der Kunst dann durch Bilder oder Steinkunst oder was auch immer auszudrücken und damit letzten Endes auch bei uns wieder etwas auszulösen, ein Bewusstsein zu schaffen. Schau mal, wie der die Welt betrachtet, wenn du den sein Bild dir anschaust. Aha, das könnte in seinem Kopf vorgehen. Das ist interessant, das erinnert mich an das und das. Es löst etwas in uns aus, es löst etwas in mir aus. Also verurteilen wir doch nicht denjenigen, nur weil er sich vielleicht sozial nicht so engagieren kann, wie das andere Leute machen. Aber er macht tolle Kunst zum Beispiel. Nur plakatives Beispiel jetzt. Aber hier sehen wir ganz deutlich, wie wichtig das ist, beide Aspekte mit einzubeziehen. Nicht jeder von uns, Perfektion ist sowieso nicht Perfektion ist nicht erreichbar. Vielleicht anstrebsam, aber nicht erreichbar. Wir benötigen alle Qualitäten, die Menschen hervorbringen kann. Und nur weil wir aus unserem eigenen persönlichen Rahmen vielleicht mit der einen oder anderen Qualität nichts anfangen können, bedeutet das nicht zeitgleich, dass sie schlecht ist. Und wie gesagt, auch gerade gravierende Dinge im Kollektiven, die passieren. Wie gesagt, Vergewaltigungen, Pädophilie, die ganzen Skandale, die da hochkommen, Betrug, Missgunst, sehen wir ja überall. Das kommt hoch, damit wir uns das anschauen können und eine Entscheidung treffen können. Liebe Menschheit, wollt ihr das weiter so? Wir zeigen euch, was wir tun. Wollt ihr das weiter so tun? Oder entscheidet ihr euch für einen anderen Weg? Es obliegt unserer Verantwortung. Indem wir hinschauen und hingucken und neu bewerten, neu beurteilen, können wir diese Situationen bereinigen, in die Heilung bringen und damit verändern. Nicht nur für uns selbst, sondern auch kollektiv. Und das ist doch wichtig, oder? Seht ihr doch genauso. Das ist doch das Entscheidendste überhaupt in der heutigen Zeit. Sie könnte spannender ja gar nicht sein. So viel Reibungsflächen, wie aktuell überall entstehen. So viel Kräfte, die da aufeinander prallen. Wenn wir erstmal individuell und später kollektiv in der Lage sind, diese Kräfte in den richtigen Kanal zu lenken, die Kräfte zu bündeln, gemeinschaftlich eine Vision daraus zu entwickeln, wo das Kollektive eine gemeinschaftliche Vision ist, in der sich aber nach wie vor das Individuelle ausdrücken kann, darf und sogar muss, dann werden wir ganz andere Dinge auf dieser Welt erleben. Und dann gehen wir auch in ganz andere Zeiten entgegen. Nicht morgen. Aber schon übermorgen kann es schon soweit sein. Also, wie immer, helft den Menschen dabei. Zeigt ihnen auch, dass auch ihre vermeintlichen Schwächen zu einer Stärke werden können. Wenn man sie richtig kanalisiert, wenn man sie einsetzt. Helft den Menschen dabei und unterstützt sie dabei, durch diese Prozesse zu gehen. Die sind nicht immer einfach. Und die Wahrheit zu erkennen, ist schon gar nicht einfach. Die kann auch wehtun. Es kann auch Schmerz verursachen. Ähnlich wie bei einer Krankheit. Aber wie wir vorhin schon erfahren haben, ist das bereits schon die Heilung. Heilungsprozesse können schmerzhaft sein. Manchmal müssen sie das auch sein. Aber wir können das immer abdämpfen. Also, und da können wir uns gegenseitig unterstützen. Es wird nur gemeinschaftlich funktionieren. Es wird nicht alleine gehen. Nur in der Gemeinschaft. Und wer keine Gemeinschaft hat da draußen, da gibt es bestimmt auch Menschen. Entweder gründet bitte eine, und zieht
Menschen in euer Leben, mit denen ihr gemeinschaftliche Dinge umsetzt. Und ansonsten gibt es doch so viele Vereinigungen, Stammtische, gesellschaftliche Gruppen, wo man hingehen kann und wo man sich investieren kann oder mitmachen kann. Niemand ist ja da alleine. Niemand muss diese Prozesse alleine machen. Das ist nicht notwendig. Das kann man machen. Das ist auch nicht schlimm. Aber glaubt mir, gemeinschaftlich ist es immer leichter und einfacher. Und dann können wir die Welt verändern, und zwar so, wie wir sie wollen. Wir müssen uns nur einig werden, was wir wollen. Individuell und kollektiv. Also, ich freue mich wieder auf spannende Kommentare eurerseits, wie ihr mit diesem Thema umgeht, und wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Sendung. Ciao.